Entschuldigung. Könnten Sie nicht wenigstens mal herein erwarten? Entschuldigung, mein Name ist Jörg Notte. Ich bin der Vater der toten Katrin. Und ich habe was Wichtiges mitzuteilen. Soweit ich weiß, der Adoptivvater. Ich habe Sie als Zeugen geladen. Also das ist richtig, aber die Verhandlung muss verschoben werden, auf jeden Fall. Die muss ausgesetzt werden. Hat bislang keiner beantragt, nehmen Sie bitte Platz. Ihre Frau ist auch Nebenklägerin, also Verfahrensbeteiligte. Also ich meine, warum sollte die Verhandlung aufgeschoben werden? Meine Frau hat einen Privatdetektiv engagiert und der hat angeblich was rausgefunden oder sollte was rausfinden. Und der wollte uns anrufen und wollte Bescheid sagen und hat sich bis jetzt nicht gemeldet. Ja, schön, aber um was soll sich überhaupt handeln? Ich habe Angst, dass dieser Privatdetektiv die Trauer meiner Frau ausnutzt. Dass er nicht einfach ausgenutzt wird, dass er nur hinter dem Geld her ist. Also und den Tod ihrer Tochter irgendwie aus... Oder verstrickt es. Ich kann es Ihnen nicht genau sagen, aber er hat angerufen heute Morgen und hat gesagt, er wüsste was. Und er würde sich vor der Verhandlung melden und das hat er nicht getan. Und deswegen denke ich, sollten wir warten, bis er seine Aussage gemacht hat. Bis wir wissen, was er sagt. Mit Sicherheit werden wir das nicht tun. Sie warten einfach mal vor dem Saal und dann werden wir mit der Verhandlung beginnen. Und dann sprechen wir eines nach dem anderen durch. Auch diese Sache. Frau Berg, Ihr Vorname ist Amelie. Sie sind am 22. Januar 1981 in Köln geboren, leben in Berlin. Sie sind ledig, Kinder haben Sie keine und Sie sind Aushilfe in einem Fitnessstudio. Seit die Angeklagte Katrin Notte in einer Klinik für Essgestörte kennengelernt hatte, nutzte sie die labile junge Frau auch finanziell massiv aus. Zuletzt hob sie noch mit Katrin Nottes EC und Kreditkarte viermal je 1.000 Euro ab. Als Katrin Notte sich das nicht länger gefallen lassen wollte, tötete die Angeklagte sie am 23.02.2006 in der gemeinsamen Wohnung in Berlin. Wir haben so viel durchgemacht, da bringe ich doch nicht meine beste Freundin um. Amelie Berg wird daher wegen Mordes und vierfachen Computerbetrugs angeklagt. Herr Rechtsanwalt Krecht, wird Ihre Mandantin Angaben machen? Ja, das wird sie. Ja, klar mache ich das. Das stimmt doch alles hinten und vorne nicht, was hier behauptet wird. Ich habe Katrin nicht getötet. Und ich weiß auch ansonsten nicht, was mit ihr passiert ist. Immerhin hat man noch nicht mal ihre Leiche gefunden. Also ich weiß nicht, wer mir da was anhängen will, aber ich war es jedenfalls nicht. Und weiß nicht, vielleicht bei ihrem komischen Telefonsex-Hotline-Job, da würde ich mal genauer nachgucken. Da sind ja zwielichtige Typen unterwegs. Also mich würde es nicht wundern, wenn da einer nicht mehr alle Latten im Schrank hatte. Kann man auch sich vielleicht so ausdrücken, Frau Berg. Nur in der Tat hat man den Leichnam von Katrin Notte jedenfalls nicht gefunden. Nur Blut in ihrer von Ihnen beiden bewohnten Wohnung. Und zwar in solchen Mengen, weit über 2 Liter, die man, wenn es sich um Frischblut handelt, wenn man die verliert auf einmal, überlebt man das nicht. Jedenfalls so die gesamten medizinischen Gutachten. Und am 23. Februar haben Sie dann abends 19.10 Uhr, genau, das notiert die Polizei, gerufen. Und Sie haben gesagt, Sie hätten das Zimmer von Katrin heute so vorgefunden. Ja eben, glauben Sie, ich mache das, wenn ich Sie selber umgebracht habe? Ja, genau. Beziehungsweise dann machen Sie eben nichts. Sie haben gemerkt, dass Ihnen das Ganze aus dem Ruder gelaufen ist. Sie haben gemerkt, dass Sie so viel Blut verloren hatte. Das konnten Sie nicht einfach so schnell wegwischen und alles spurenlos verschwinden lassen. Also haben Sie Folgendes gemacht. Sie haben als erstes mal die Leiche genommen und die haben Sie verschwinden lassen. Entweder sind Sie kräftiger, als man das vielleicht vermuten konnte, oder Sie hatten auch noch einen jemand, der Ihnen geholfen hat. Also ich kann es nur noch mal sagen, ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Also jedenfalls ist die Katrin Notte am 23. Februar um 11 Uhr morgens zuletzt gesehen worden, lebend an einem Kiosk. Hier habe ich noch ein Foto von Katrin Notte. Sie hätte um 14 Uhr ihre Arbeit antreten sollen, aber da war sie nicht. Und sie hat auch nicht abgesagt, obwohl sie sehr, sehr zuverlässig ist. Wissen Sie, was Katrin Notte an dem Tag sonst noch so vorhatte? Nee, keine Ahnung. Also ich war ja schon schließlich arbeiten, bevor sie überhaupt aufgestanden ist. Bei uns im Fitnessstudio ist eine Aushilfe ausgefallen und deswegen bin ich eingesprungen und habe eine Doppelschicht gemacht. Frau Berg, Entschuldigung, jetzt kommen Sie doch bitte nicht wieder mit der Geschichte. Sie wissen doch, dass wir das überprüft haben, was Sie bei der Polizei erzählt haben. Sie haben erzählt, Sie wären von 9 bis 19 Uhr im Studio gewesen zu einer Doppelschicht. Tatsache ist, dass es dort einen Stromausfall gegeben hat, weil um 12 Uhr ein Handwerker die Leitung, irgendeine Elektroleitung angebohrt hat. Daraufhin sind alle Sicherungen rausgefallen. Der Chef hat Ihnen daraufhin freigegeben. Sämtlichen Angestellten bis 16 Uhr. Sie hatten also genug Zeit, um nach Hause zu fahren, um dort die Tat zu begehen und dann wieder zur Arbeit zurückzufahren. Und genauso haben Sie das gemacht, Frau Berg. Ich bin nicht weggefahren. Ich habe Handtücher gefaltet, weil dort Kerzen waren. Und dann habe ich noch Flyer gefaltet, damit ich den Scheiß nicht nach der Arbeit noch machen muss. Und dann bin ich um 19 Uhr nach Hause gekommen. Und als ich da erstmal ankam, habe ich mich gewundert, weil die ganze Wohnung dunkel war. Also bin ich in Katrins Zimmer gegangen, um zu gucken, ob sie da ist. Und als ich das Licht angemacht habe, hat mich fast der Schlag getroffen. Das ganze Zimmer war voller Blut, als hätte man dort ein Schwein abgeschlachtet. Also ich habe mir im Moment solche Sorgen gemacht, weil eigentlich war Katrin die ganze Zeit psychisch immer noch krank, auch wenn sie damals als geheilt entlassen wurde.
Aber diese ganze Situation mit ihrer Mutter hat sie wirklich total mitgenommen. Das Einzige, was die immer interessiert hat, war ihr Geschäft. Und ich meine, das sieht man ja auch jetzt. Ich habe hier noch keine Träne an der gesehen. Dann reden wir doch mal darüber, was Sie als Einziges interessiert hat. Sie haben die junge Frau kennengelernt in der Klinik für Essgestörte. Und Sie haben sofort gemerkt, erstens, die ist labil und leicht zu beeinflussen. Aber vor allen Dingen haben Sie eins gemerkt. Sie kommt aus einem wohlbetuchten, wohlbestellten Hause. Sie hat richtig Geld irgendwo. Und da wollten Sie ran. Und Sie haben sie gezielt beeinflusst und Sie haben sie gezielt ausgenutzt. Sie sind dann in diese Wohnung gezogen. Wer hat die ganze Miete bezahlt? Die komplette Miete hat sie bezahlt, nicht sie. Sie haben die ganzen Möbel, hat sie auch alles bezahlt. Sie haben überhaupt nichts dazu getan. Ja, klar habe ich weniger Geld als Sie. Ich meine, mit dem Job im Fitnessstudio ist auch nicht so viel zu reißen, aber ich habe ihr jeden Monat 100 Euro zur Miete dazugegeben und mehr wollte sie ja auch nicht. 100 Euro bei einer Gesamtmiete von 1200 Euro? Mann, nur das ist eine ganze Stange Geld. Hoffentlich hast du dich nicht übernommen, Kleines. Frau Notte, bei allem Verständnis für eine Mutter, die eine Tochter verloren. Aber Entschuldigung, das kann ich nicht. Eine Nutznießerin bist du. Du hast dich eingenistet bei Katrin und sie ausgesaugt, wo es nur ging. Und Sie waren von Anfang an ja auch dagegen, dass die beiden zusammenziehen, wenn ich es richtig verstanden habe. Klar ist sie dagegen gewesen, weil ich der Katrin klargemacht habe, dass sie sich nicht immer alles vorschreiben lassen soll, sondern dass sie ihren eigenen Kopf hat. Und deswegen sind wir nach Berlin gezogen, von ihnen weg, um neu anzufangen. Also jedenfalls, die beiden haben sich ja 2004 in dieser Klinik für Essgestörte kennengelernt, oder 2003, glaube ich noch, jedenfalls im September 2004, so habe ich es mir notiert, sind sie beide nach Berlin gezogen und seit Juni 2005 lebt auch noch der Freund, oder lebte noch der Freund der getöteten Ben Richards in der Wohnung. Das ist richtig. Also wir hatten beide halt nicht viel Rückhalt von unserer Familie und haben uns deswegen überlegt, dass wir uns eine eigene kleine Familie aufbauen könnten. Und Katrin und ich haben echt einiges durchgemacht, zunächst in der Klinik und nachher dann auch draußen. Also in der Klinik ist es ja schon so, dass man eigentlich immer wen zum Reden hat, wenn es einem schlecht geht. Aber draußen, da muss man dann selber für sich sorgen. Und deswegen haben wir uns gegenseitig Rückhalt gegeben. Und aus dem Grund, ich verstehe auch gar nicht, warum Sie jetzt alle denken, dass ich Katrin umgebracht habe. Wir waren beste Freunde. Also beste Freunde, das bezweifle ich. Wir haben die Aussagen mehrerer Zeugen, die ganz eindeutig sagen, Katrin Notte wollte sich von Ihnen lösen, weil sie sich bereits von Ihnen ausgenutzt fühlte. Und dann frage ich mich, wie musste sie sich denn gefühlt haben, als sie mitbekommen hat, dass sie am 21. Februar losgezogen sind mit EC und Kreditkarte jeweils 1000 Euro abgehoben haben und am nächsten Tag genau dasselbe nochmal. Frau Berg, es ist jedenfalls eine Tatsache zumindest, dass dieses Portemonnaie, und das ist das Portemonnaie hier von Katrin Notte, gefunden worden ist in ihren Sachen. Und zwar mit noch immerhin 3500 Euro da drin. Abgehoben zwei Tagen vor der Tat hier. Und zwar nicht an den Automaten, wo Katrin Notte normalerweise abhebt, sondern an anderen Automaten, die nicht kameraüberwacht gewesen sind. Ja, was weiß ich denn, wer mir das da untergeschoben hat? Ich weiß nicht, irgendjemand möchte mir hier jemand was anhängen. Nochmal, warum sollte ich die Polizei rufen, wenn ich sie umgebracht habe? Und zudem, was soll ich denn bitte mit der Leiche gemacht haben? Ich kann ja schlecht damit mit dem Auto durch die Gegend fahren oder so irgendwie unter den Teppich gekehrt haben. Das ergibt doch alles keinen Sinn. Also irgendjemand muss da in der Wohnung gewesen sein und will mich jetzt hinter Gitter bringen. Ich kann es nicht anders erklären. Bloß, dass Katrin und ich die Einzigen sind, die den Schlüssel hatten. Also muss derjenige, der sie umgebracht und nachher verschleppt hat, auch irgendwie ihren Schlüssel geklaut haben. Ich möchte vielleicht mal darauf hinweisen, dass der anonyme Brief, in welchem meine Mandantin als die Täterin dargestellt wird, bis heute weiß man nicht, wer diesen Brief geschickt hat. Das ist nett, bei anonymen Schreiben ist das häufig so, dass man den Absender nicht weiß, wenn ich mal so sagen darf. Man muss sich gleich wohl die Frage stellen, warum das geschieht. Ich zitiere mal ausdrucksweise, Sie brauchen Katrins Mörder nicht länger zu suchen, denn es war Amelie. Ja, eben, das zeigt ja ganz klar, dass mir jemand was unterschieben will. Eine ganz andere Frage an Sie. Ist Ihnen irgendetwas Ungewöhnliches, eine Veränderung oder Ähnliches an Ihrer Freundin aufgefallen? Verändert hat Katrin sich auf jeden Fall in der letzten Zeit. Also seitdem sie diesen komischen Job in der Telefonsex-Hotline angenommen hat. Also diese Inhaberin, Paula Ledermann, die hat sie ja total auf den falschen Weg gebracht. Sie ist super abgerutscht danach. Ich meine, fremden Männern ins Telefon zu stöhnen, ist ja wohl echt eine Nummer zu hart, oder? Warum ist Katrin abgerutscht? Wegen dir! Ohne, wenn du nicht gewesen wärst, wäre sie gar nicht auf den Gedanken gekommen, so einen Job anzunehmen. Eine Telefonhure. Noch Fragen an die Angeklagte. Keine, keine. Nehmen Sie bitte neben Ihrem Verteidiger Platz. Da beginnen wir mit dem Zeugen Richards, mit dem Katrin Notte befreundet war. Herr Richards, bitte. Zack. Herr Richards, bitte nehmen Sie Platz. Herr Richards.
Ich werde Sie jetzt als Zeuge vernehmen und Sie wissen, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss. Und wenn man es nicht tut, macht man sich strafbar. Man kann aber schweigen, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Herr Richards, Ben ist Ihr Vorname, Sie sind 25, wohnen in Berlin. Vom Beruf sind Sie Barkeeper und Verwandte der Frau Schwägert mit der Angeklagten sind Sie nicht. Nein, bin ich nicht, das ist richtig. Wir beide sind befreundet, wir sind ziemlich gut befreundet. Und ja, seit ich mit Katrin zusammen bin, haben wir auch zusammen gewohnt. Und warum weiß ich nichts von Ihnen? Warum Sie nichts von mir wissen? Katrin hat mich vor Ihnen immer abgeschirmt. Sie hat mir gesagt, dass ich als Schwiegersohn von Ihnen nicht toleriert werden würde. Und da hatte sie wohl auch recht. Anscheinend habe ich nicht genug Geld auf dem Konto, um von Ihnen akzeptiert zu werden. Und wahrscheinlich würden Sie mich auch noch auf Flöhe untersuchen, wenn ich mich Ihnen 2 Meter nähern würde. Wann und wo haben Sie zum Beispiel Katrin Notte kennengelernt? Die Katrin habe ich kennengelernt in dem Fitnessstudio, in dem Amelie arbeitet. Dort bin ich auch angemeldet. Und ja, das war irgendwann mal eine Party. Ja, und das ging ruckzuck. Wir waren uns sympathisch und waren auch direkt zusammen. Und ein paar Tage später bin ich auch zu ihr gezogen, weil ich musste zum einen aus meiner Wohnung raus. Ja, und das war so im Juli 2005. Die Angeklagte sagt ja weiterhin, dass sie mit dem Tod von Katrin Notte gar nichts zu tun habe. Sie haben ja nun beide Frauen aus nächster Nähe erlebt. Ja, ganz genau. Und aus dem Grund kann ich Ihnen sagen, dass Amelie absolut nichts damit zu tun hat. Die beiden, die waren absolut dicke Freundinnen, die haben so viel durchgemacht in der Klinik. Gut, bei Katrin müsste ich jetzt sagen, aus meiner Sicht ist sie noch nicht ganz geheilt. Also sie hatte noch Depression teilweise, hat sich in ihr Zimmer verzogen, wollte wirklich mit keinem sprechen. Das ging wirklich tagelang so. Ich meine, gucken Sie sich diese eiskalte Mutter da mal an. Also das kann ich wirklich sehr gut nachvollziehen. Aber aus meiner Sicht hat Amelie absolut damit nichts zu tun. Das wundert mich ehrlich gesagt, Ihre Aussage. Wir haben 3 Zeugenaussagen insgesamt. Freunde und Bekannte von der Katrin Notte, die sagen übereinstimmend aus. Sie hat sich ausgenutzt gefühlt und sie wollte sich deshalb von der Angeklagten Amelie Berg trennen. Sie wollte da raus. Davon haben Sie nichts mitbekommen. Also dann zeigen Sie mir mal diese Zeugen, die das behaupten. Wenn Sie wissen wollen, was mit Katrin abgegangen ist, dann sollten Sie mal links neben sich schauen und da mal die Antworten suchen. Bitte? Ich wollte, dass Katrin zu mir zurückzieht. Ja, warum denn? Nur damit sie wieder unter ihrer Fuchtel steht. Herr Richards, was hat Ihnen Katrin Notte darüber erzählt? Wollte sie jetzt zurück oder was war da? Tja, sie hat mir über das Verhältnis zu ihrer Mutter hat sie mir erzählt. Es war total schlecht. Es war total beschissen, das Verhältnis. Die Katrins Mutter hat sich überhaupt nicht um sie gekümmert. Die war ihr total egal. Deswegen wollte sie auch nicht nach Hause. Ich meine, hey, ihr Adoptivvater stand bei uns vor der Matte in Berlin, ja? Weil die liebe Frau Mutter nicht die Zeit dafür hatte, sich selber drum zu kümmern. Was nimmst du dir eigentlich heraus und erzählst hier für Lügen? Katrin wusste ganz genau, wo sie hingehörte. Sie wäre auf jeden Fall zurückgekommen. Amelie war die treibende Kraft, die sie permanent gegen uns schlecht gemacht hat. So sieht das nämlich aus. Ach ja, das glaube ich ja jetzt nicht, ne? Sie sitzen da und tun so auf perfekte Mutter. Wissen Sie eigentlich, dass Katrin die ganze Zeit unter Ihnen gelitten hat? Haben Sie eigentlich jemals Zeit für Sie gehabt? Vielleicht mal angerufen und länger als 5 Minuten Zeit gehabt? Oder Sie vielleicht mal besucht? Och nö, da schicken wir ja lieber einfach mal den Lakaien vorbei, ne? Eine Frage an Sie, Herr Zeuge. Sie wussten, dass die Tote bei Frau Liedermann auf der Sexhotline gearbeitet hat. Ja, also seit sie dort gearbeitet hat, diese Paula Ledermann, also aus meiner Sicht war das wirklich eine ganz komische Tussi. Ja. Also die hat, Katrin war der schon fast hörig, also Katrin tu dies, Katrin tu jenes, die war wie so eine Ersatzmutter für die. Wir haben uns teilweise richtig in die Haare gekriegt deswegen, weil ja, wir hatten überhaupt keine Zeit mehr füreinander. Jedes Mal, wenn ich mal Zeit hatte, hieß es, na, ich muss arbeiten, ich muss zu Paula. Noch Fragen an die Zeugen? Richard, im Moment, nehmen Sie bitte hinten Platz, bleibt unvereidigt. Frau Notte, ich hätte Sie gerne mal dazu gehört. Und das ist ja eine kleine Änderung. Jetzt bitte nehmen Sie Platz vom Platz der Nebenklägerin aus. Kann man das eine oder andere immer sagen, da steht man nicht unter Wahrheitspflicht. Es ist jetzt was anderes, wenn Sie als Zeugin vernommen werden. Dann stehen Sie jetzt unter Wahrheitspflicht, wobei Sie dann schweigen können, § 55, wenn Sie sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müssen, sage ich mal vorsichtshalber. Frau Notte, Daniela ist Ihr Vorname, Sie sind 43, wohnen in Köln und Sie sind Unternehmerin. Sie haben eine Fabrik für Brillengestelle, soweit ich weiß. Und Sie sind mit der Angeklagten weder verwandt noch verschwägert. Wohl kaum. Vornehm ausgedrückt. Frau Notte, Sie haben schon bei der Polizei gesagt, dass Sie sie für die Täterin halten. Warum eigentlich? Wissen Sie, ich brauche keine Beweise dafür, dass Amelie für den Tod meiner Tochter verantwortlich ist. Was? Sie hat Katrin auf den falschen Weg gebracht. Katrin wäre niemals von zu Hause weggegangen und nach Berlin. Niemals. Sie sollte studieren, sie sollte einmal in eine Firma einsteigen. Wollte Katrin nicht vielmehr in Berlin bleiben, Frau Notte?
Und konnten Sie das nur schwer akzeptieren? Ist das nicht Wissen die Wahrheit? Sie was? Ich war beruflich sehr eingespannt. Ja. Und außer ein paar Telefonanrufen konnte ich leider nichts unternehmen. Mhm. Und irgendwann ist Katrin auch gar nicht mehr ins Telefon gegangen, wenn sie einer meiner Nummern im Display gesehen hat. Frau Notte, kann es sein, dass Sie nicht damit klargekommen sind, dass Ihre Tochter nicht befehlsgemäß zu Ihnen rückgekehrt ist? Kann es sein, dass Sie nach Berlin gefahren sind? Kann es sein, dass Sie mit Ihrer Tochter eine Diskussion hatten und dass diese Diskussion etwas härter ausgegangen ist? Sagen Sie, was wollen Sie mir denn jetzt unterstellen? Eine Frage wollte ich nur stellen und beantworten. Ja, dass ich meine eigene Tochter umgebracht habe? Schauen Sie neben sich. Da sitzt die Täterin. Das glaube ich nicht. Die hat meine Tochter ausgenutzt. Sie hat doch keinen Cent. Sieht denn hier eigentlich niemand, aus was für Verhältnissen die stammt? Mann, klar habe ich weniger Geld als Katrin. Ja, und ich komme aus anderen Verhältnissen. Ja, meine Eltern haben nicht so viel Kohle. Aber ich bin immer ehrlich zu Katrin gewesen. Und ich würde ihr nie irgendwas antun. Ich meine, ich habe mich immerhin für sie interessiert, im Gegensatz zu Ihnen. Sie hatten ja immer nur Zeit für ihr Geschäft. Frau Notte, Ihre Tochter ist ja mit massiven Essstörungen, darunter hat sie gelitten. Und die soll sich auch nach dem Klinikaufenthalt fortgesetzt haben. Und zwar weit über das normale Maß des Hungerns hinaus, was für schick gehalten wird heutzutage. Ja, das stimmt. Katrin hat an Essstörungen gelitten, weil ich mich damals von ihrem leiblichen Vater getrennt habe. Und auch als Jörg in unser Leben getreten ist. Wie alt ist Ihre Tochter damals gewesen? 10 Jahre war die damals. Mhm. Und als Jörg in unser Leben, da war sie 10 Jahre, also Jörg in unser Leben getreten ist, er hat sie adoptiert. Und wir haben auch 1995 geheiratet. Und weil sie einfach das Problem nicht in den Griff bekommen hat, haben wir sie dann in diese Essklinik gebracht. Aber sie ist da geheilt, entlassen worden. Und mit dem Umgang da drüben ist sie wieder rückfällig geworden. Und wissen Sie was? Schlimmer noch. Mein Mann Jörg hat mir erzählt, dass Katrin sich die Arme eingeritzt hat, um sich Schmerzen zuzufügen. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Das hat Katrin vorher nie gemacht. Herr Richards, davon haben Sie uns vorhin absolut nichts gesagt. Sie haben mir so ein bisschen lapidar mit Depressionen beschrieben. Ja, sie hat sich geritzt. Die Frau Notte hat recht. Sie wollte ihre Krankheit, ihre Depression loswerden. Und sie hat es einfach nicht geschafft. Und sie hat versucht, auf dem Weg den Druck abzulassen. Aber Sie können mir glauben, ich habe versucht, ihr zu helfen. Ich habe auf sie eingeredet. Aber diese Ledermann, ihre Arbeitgeberin, die stand immer im Weg. Die ist immer nur zu ihr gegangen. Von keinem anderen hat sie sich was sagen lassen. Noch Fragen an die Zeugin Notte? Nein. Danke. Unfeierlich. Frau Notte, Sie nehmen bitte an der Seite Platz. Jörg Notte bitte, der Adoptivvater von Katrin. Herr Notte, bitte nehmen Sie hier vorne Platz. Herr Notte, dass man als Zeuge, nehmen Sie bitte Platz. Die Wahrheit sagen muss, nehme ich an, wissen Sie. Und wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Man kann aber schweigen, wenn man sich selber oder nahe Angehörige einer Straftat bezichtigen müsste. Dann kann man sagen, dazu sage ich nichts. Nur lügen dürfen Sie zu keiner Zeit. Herr Notte, Jörg ist Ihr Vorname. Sie sind 44, wohnen in Köln und sind selbstständiger IT-Berater. Von Beruf unverwandt oder verschwägert mit der Angeklagten sind Sie nicht. Das stimmt. Herr Notte, Sie sind im letzten Herbst in Berlin gewesen und sind zu Ihrer Adoptivtochter hingefahren, um Sie davon zu überzeugen, dass es besser sei, wieder nach Hause zu kommen. Wie hat sie denn überhaupt reagiert? Sie hat nichts eingesehen. Ich habe versucht zu erklären, die Vorzüge. Sie sollte nach Hause zurückkommen, sie sollte mit uns wieder leben. Also ich habe einen Monat dazugebracht und habe gedacht, in der Zeit kriege ich sie irgendwie rum. Aber es hat nicht funktioniert. Herr Notte, Sie haben bei Ihrem Besuch auch meine Mandantin kennengelernt. Was hatten Sie für einen Eindruck von ihr? Netten Eindruck. Also sie hat sich zum Beispiel nicht eingemischt in die Gespräche zwischen mir und der Katrin. Also wie meine Frau so behauptet. Also ich traue ihr das auch nicht zu, soweit ich das beurteilen kann. Sag mal, Jörg, spinnst du? Was erzählst du denn hier? Du weißt doch ganz genau, dass die Katrin manipuliert hat. Ich sag das Gegenteil, Frau Notte. Was Daniela, setzt du dich jetzt hier für die ein? Ich bitte dich, ich soll dir die Wahrheit sagen. Sie sind kurz vor Verhandlungsbeginn bei mir im Büro gewesen und hatten ja mich dringend gebeten, die Verhandlung aufzuschieben. Das hat folgenden Grund, Frau Richterin. Also als ich aus Berlin zurückkam und meiner Frau berichtete von dem Nein von Katrin, ist sie erstmal total ausgeflippt. Dann kam die Todesnachricht von Katrin und 1-2 Tage später lag eine Visitenkarte eines Privatdetektivs bei uns im Briefkasten. Marco Kobani heißt der, glaube ich. Ja, meine Frau hat natürlich dann sofort angerufen und am nächsten Tag stand er auch vor der Tür und der hat sich also wirklich angebiedert für mich. Also der hat irgendwie, als wenn der darauf gewartet hat und als wenn der irgendwas wusste. Und meine Frau wollte ja auch eigentlich nur rausbekommen, was los ist. Kannst du nicht verstehen, dass ich wenigstens den Leichnam meines einzigen Kindes finden will? Stimm dir doch vollkommen überein, aber der Typ ist doch irgendwie schmierig gewesen. Ich weiß nicht, ich habe Angst, der zockt uns ab oder
In der Art. Und sie hat noch gesagt, dass ich heute Morgen irgendwie gemeldet habe, oder? Um auf Ihre Frage nochmal zurückzukommen, er hat sich heute Morgen gemeldet und sagte, er hätte irgendwas rausgefunden. Das wäre ganz wichtig und er würde uns vor der Verhandlung mitteilen. Aber ich habe von ihm nichts gehört und ich denke auch, also ich würde auch gerne wissen, was mit Katrin passiert ist. Ja, prima, aber dann fangt doch vielleicht nicht bei mir an zu suchen. Wie wäre es eigentlich mal, wenn Sie diese Sex-Hotline-Tussi genau unter die Lupe nehmen? Also die hat doch mit zwielichtigen Typen zu tun und außerdem, die hat Katrin auch mit reingezogen. Die habe ich ja also auf jeden Fall geladen, da können wir noch dazu kommen. Frau Vorsitzende, darf ich mal kurz rausgehen? Ist das möglich? Sie können rausgehen, aber ich möchte jetzt im Moment nicht unterbrechen, Ihretwegen. Ich kann auch ohne Sie dann weiterverhandeln. Okay, ich gehe mal ganz kurz. Und wegen SMS, das interessiert mich hier überhaupt nicht mit einer Verhandlungsunterbrechung. Herr Kobani, da sind Sie ja endlich. Haben Sie was über meine Tochter herausgefunden? Frau Nutz, jetzt beruhigen Sie sich erst mal, bitte. Ja, nun kommen Sie mal auf den Punkt. Ja, zu Punkt 1. Also der Ben Richards, der war zu keinem Zeitpunkt der Freund von Ihrer Tochter. Der ist nämlich der Freund von Amelie Berg. Sind Sie sich sicher? Ganz sicher. Das ist ja unglaublich, dieses kleine Mischstück. Ja, so ist es. Ach, Frau Notte, da fällt mir doch was ein. Ich habe ja noch was. Und zwar Ihr Mann, der hat die Amelie Berg im Fitnessstudio kennengelernt. Und die hatten ihren ganz eigenen Sport, den sie da betrieben haben. Ach. Mal ganz von den Treffen abgesehen, die sie noch hatten. Jörg hat was? Ja. Das glaube ich Ihnen nicht. Das können Sie jetzt glauben oder nicht. Ich meine, ich habe keine Fotos davon, aber ich würde es Ihnen nicht erzählen, wenn ich es nicht hundertprozentig wüsste. Es gibt nämlich einige Damen, Kolleginnen im Fitnessstudio, die das bezeugen können, dass zwischen den beiden etwas gelaufen ist. Das ist ja unglaublich. Das. Tja, tut mir leid. Sie können mir glauben, ich habe wirklich alles getan, um Katrin nach Hause zu holen. Entschuldigung, dass ich Sie jetzt hier unterbreche. Aber der Herr Kobani, der hat mir draußen gerade eine ganz nette Geschichte erzählt. Und hat er was rausgefunden? Allerdings. Was hat er Ihnen erzählt, Frau Nott? Der Ben Richards war zu keinem Zeitpunkt der Freund von Katrin. Er ist nämlich der Freund von Amelie. Die beiden spielen hier ein völlig falsches Spiel. So, Richards, wenn das stimmt, dann haben Sie ja auch vorhin eine falsche Aussage gemacht. Wie der kommt. Und, hast du was? Eine ganze Menge. Lest das Band. Cool. Hört euch mal an, war echt interessant. An welcher Stelle sind die gerade da drin? Ach, die sind gerade an der Stelle, wo Frau Notze die Lügengeschichte zwischen Ben und Amelie aufdeckt. Das ist ja cool. Danke, Alter. Damit bist du entlassen. Ich rufe dich morgen früh an. Und wir beide, mein Schatz. Wir gehen jetzt in das nächste Café um die Ecke und dann werden wir uns das machen. Und keine Angst. Ich bin dabei, das wird alles gut werden. Frau Berg, sind Sie vielleicht etwas gesprächiger als der Herr Richards? Der lässt Sie gerade im Stich, falls Sie es noch nicht mitbekommen haben. Hören Sie auf. Ja, es stimmt. Sie haben recht. Aha. Was erzählt ihr denn hier für Lügen? Ja, es war so, Amelie hat damals die Polizei gerufen, wo es passiert ist. Und die Polizisten kamen an zu Dutzenden und ja, sie hat Panik bekommen. Sie hat gedacht, dass man ihr oder uns was unterstellen könnte. Und da hatte sie halt die Idee zu sagen, dass ich Katrins Freund bin, um halt nicht um den Verdacht von uns zu lenken. Moment, das verstehe ich jetzt nicht. Sie sind panisch geworden, Frau Berg. Das leuchtet mir nicht ein. Sie waren doch vollkommen unschuldig. Also ich bin halt einfach total durch gewesen. Ich meine, ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte. Mir sind tausend Sachen durch den Kopf gegangen. Das ganze Zimmer war verwüstet, das viele Blut und überhaupt, ich meine, da ist doch klar, dass man irgendwie auf bescheuerte Ideen kommt, oder? Nein, das ist für mich überhaupt nicht klar. Ich glaube, Sie können sich das wirklich sparen. Für mich sieht das ganz eindeutig so aus. Sie haben das von Anfang an geplant. Sie haben das gemeinsam mit dem Zeugen Richards hier durchgezogen, zu zweit. Das war Ihr Team. Nein, ich meine, wir sind zusammen, okay, das stimmt. Aber wir haben Katrin nicht umgebracht. Und auch wenn wir sie vielleicht mal ab und zu ein bisschen angepumpt haben, das gebe ich ja zu, aber wir haben es immer ehrlich mit ihr gemeint, wir haben sie wirklich gerne gemocht. Sie haben es ehrlich, dass Sie sich nicht entblöden, das zu sagen. Hat sie Katrin Ihnen zu irgendeiner Zeit mal angedroht, Ihnen das Geld zu entziehen? Nein, eigentlich nicht. Also ich meine, sie hat vielleicht mal in einem Nebensatz gesagt, dass wir uns nicht immer von ihr aushalten lassen können und dass wir uns mal selber was suchen müssen. Aber ich meine, das hat sich ja sowieso von selbst verstanden. Also gedroht hat sie jedenfalls nie. Noch Fragen an den Zeugen? Noch? Keine Fragen, danke. Zeit. Bleibt unvereinigt. Sie nehmen wieder an der Seite Platz und hören wir mal diese Paula Ledermann, diese Telefonagentur. Frau Ledermann, bitte. Ach, Sie sind also die Frau, die meine Tochter auf die schiefe Bahn gebracht hat. Ich glaube, Sie verwechseln da was. Ich bin keine Zuhälterin, sondern die Besitzerin einer Sex-Hotline-Agentur. Bei mir kann man seriös gutes Geld verdienen. Ich weiß also überhaupt nicht, wo Ihr Problem liegt. Aber Sie sind dafür verantwortlich, dass meine Tochter sich nicht mehr bei mir gemeldet hat. So sieht das nämlich aus, Frau Ledermann.
Sie fassen sich mal lieber an Ihre eigene Nase. Und ich glaube, damit haben Sie genug zu tun. Denn Katrin hat mir sehr viel über Sie erzählt. Bitte, bitte, alle beide, alle beide. Man tauscht sich hier nicht privat aus. Dass man die Wahrheit sagen muss als Zeugin, wissen Sie, Frau Ledermann, nehme ich an. Und wenn man es nicht tut, macht man sich strafbar. Man kann aber schweigen, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste, § 55. Paula ist Ihr Vorname, Sie sind 33, wohnen in Berlin und Sie leiten diese Sex-Hotline-Agentur. Ja. Verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten sind Sie? Nicht. Katrin Notte hat seit November 2004 sogar schon bei Ihnen in der Agentur gearbeitet. Und an diesem 23. Februar 2006 sollte sie um 14 Uhr mit ihrer Schicht anfangen. So haben Sie es jedenfalls bei der Polizei gesagt. Ja, genau. Und ich kann Ihnen auch sagen, ich habe mich echt gewundert, als Katrin um kurz nach zwei immer noch nicht da gewesen ist. Sie ist nie zu spät gekommen. Also wirklich kein einziges Mal. Im Gegenteil. Sie war immer eine Viertelstunde vor Schichtbeginn da. Deswegen hat es mich auch so gewundert, warum sie überhaupt gar nicht gekommen ist. Ich habe natürlich sofort versucht, sie auf dem Handy zu erreichen. Aber das war ausgeschaltet. Und ganz ehrlich, ich kann immer noch nicht glauben, dass Katrin tot ist. Ich hoffe, dass du lange für diesen Mord büßen musst. Frau Ledermann, meine Mandantin sitzt schon viel zu lange hier. Es ist schon eine Schande, dass sie überhaupt hier sitzt. Dann haben Sie keine Schuld vorwegzunehmen. Die hat nämlich noch niemand bewiesen hier. Ist das klar? Sie können dann mal gleich Ihre klugen Worte für sich behalten. Katrin hat mir sehr viel über Amelie erzählt. Und ich kann Ihnen sagen, in meinem Leben sind mir schon sehr viele Menschen begegnet. Aber noch nie eine so egoistische Person wie Amelie Berg. Aber Katrin war ja völlig machtlos gegen sie. Dabei war Katrin was ganz Besonderes. Sie ist echt total arm dran gewesen. Total lieb, aber total vernachlässigt und psychisch echt fertig. Sie hat irgendwann vor meiner Tür gestanden und nach Arbeit gefragt. Ey, das Mädchen war ein totales Mauerblümchen. Das Wort Dessous, das musste ich erst mal buchstabieren. Aber sie war so versessen auf die Arbeit und so lernwillig, dass ich sie innerhalb nach zwei Wochen zu einer meiner Besten ausgebildet hatte. Die Kleine hat noch nicht mal großartig Geld dafür haben wollen. Hören Sie doch auf, das reden Sie sich doch nur schön. Sie haben Katrin ausgenutzt. Alle hier haben Katrin ausgenutzt. Ich soll Katrin ausgenutzt haben? Auf gar keinen Fall. Das, was Katrin gesucht hat, waren echte Freunde. Nein, sie hat nicht nur Freunde, sondern eine neue Familie haben wollen. Ich glaube, dass ich Katrin in der Zeit, in der sie für mich gearbeitet hat, näher gewesen bin, als Sie es jemals waren. Hören Sie doch auf! Wahrscheinlich haben Sie so lange auf Katrin eingeredet, bis Katrin selber geglaubt hat, dass Sie Ihre beste Freundin sind. Und dass nichts Schlimmes dabei ist, irgendwelchen perversen, sexuell gestörten Typen ins Telefon zu stöhnen. Das glauben aber auch nur Sie. Also. Ihnen ist es doch lieber, sich einzureden, dass Katrin total naiv durchs Leben gegangen ist. Bitte. Es ist ja auch leichter zu sagen, Katrin hat sich ausnutzen lassen, als meine Tochter hat mich, ihre Mutter, nicht leiden können, nicht wahr? Und zu diesen sexuell gestörten Perversen, da sage ich Ihnen nur eins. Gucken Sie sich mal Ihren Mann lieber genauer an, ja? Bitte. Katrin hat mir erzählt, dass ihr Adoptivvater und die Angeklagte hier öfter mal zusammen eine Nummer im Bett geschoben haben. Darum ist er einen Monat da gewesen. Das ist doch gar nicht wahr. Ich habe doch nie eine Beziehung mit Amelie gehabt. Mein Gott, ich bin glücklich verheiratet. Bitte, hör auf zu leugnen. Ich habe gerade draußen von dem Herrn Kobani erfahren, dass du eine Liaison mit Amelie hattest. Aha. Aber dass ausgerechnet Sie das hier auf den Tisch bringen, das toppt wirklich alles. Ich wollte das eigentlich zwischen unseren Wänden zu Hause regeln. Aber jetzt muss es ja wohl doch sein. Daniela, woher soll denn dieser Detektiv-Fuzzi und diese Telefontussi da was über uns wissen? Jörg, hör bevor auf. Du ihn engagiert hast, hör auf, ich bin jetzt leid. Ich war ein Ausrutscher. Amelie, jetzt sag, Ausrutscher. Amelie, jetzt sag bitte was dazu. Ich meine, was für ein Trip warst du bitte, als du mit dem hier irgendwas gemacht hast? Bitte, bitte, Frau Notte. Ich raste gleich aus. Bitte einen nach dem anderen. Frau Notte, konkret, was hat Ihnen jetzt dieser komische Detektiv, den ich nicht kenne, zu diesem Punkt erzählt? Also der Herr Kobani hat mir irgendetwas aus dem Fitnessstudio von Amelies Kollegen erzählt und... Aber am besten, Sie fragen ihn selbst. Ich kann ihn auch gerne eben schnell anrufen. Schaffen Sie ihn her. Herr Kobani, hier ist noch mal Daniela Notte. Sagen Sie, könnten Sie noch mal ins Gericht kommen? Ja gut, dann bis gleich. Tschüss. Also, Frau Vorsitzende, Sie können ihn reinholen. Er ist noch auf dem Flur, ist noch gar nicht weggegangen. Frau Berg, stimmt es das, was Frau Ledermann sagt? Hatten Sie ein Verhältnis? Dazu haben Sie noch gar nichts gesagt. Ja, also, was heißt denn jetzt Verhältnis? War irgendeine Beziehung da? Also, wir waren ein paar Mal im Bett zusammen, aber das war schon alles. Ein paar Mal im Bett und das war schon alles. Du kannst sehen, du kannst sowieso abhauen. Daniela, glaub mir doch, es ist nichts passiert. Ich
Es ist nichts passiert. Katrin, sie hat mich paar Mal abblitzen lassen. Ich habe jemanden gesucht, mit dem ich reden konnte. Ihr habt den Ben Monopoly gespielt. Ich habe mich eingewickelt. Mein Gott, dann ist es halt passiert. Ich liebe dich doch. Es ist immer wieder wahnsinnig interessant. Mir fehlt nur noch die Bemerkung, ich bin auch bloß ein Mann. Nur Fragen an die Zeugin Ledermann derzeit. Frau Ledermann ist sehr informativ und vielen Dank. Sie nehmen bitte an der Seite Platz, bleibt unvereinigt. Herr Kobani, bitte. Herr Kobani, bitte nehmen Sie hier vorne Platz. Ich würde Sie jetzt direkt als Zeuge vernehmen. Bitte nehmen Sie Platz, Herr Kobani. Wo mein Gericht die Wahrheit sagen muss, nehme ich eines bekannt. Ja. Auch im Kreis der Privatdetektive. Und man kann allerdings schweigen, § 55, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage eine Straftat bezichtigen muss. Der Vorname? Das ist Marco. Wie alt sind Sie? 31. Wo wohnen Sie? Im Fassbinderweg 29 in Berlin. Und vom Beruf Privatdetektiv? Ja. Verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten sind Nein. Sie nicht? Herr Kobani, die Frau Notte hat uns in der Zwischenzeit erzählt, was Sie ihr alles berichtet haben. In Scheibchen haben wir das erfahren. Jedenfalls zuletzt, und das scheint mir unstreitig zu sein, dass Frau Berg, die Angeklagte, mit dem Ehemann der Nebenklägerin Techtelmechtel-Verhältnis oder wie man es immer beschreiben will, hatte. Wie haben Sie das herausgefunden? Die haben sich an ihrer Arbeit kennengelernt im Fitnessstudio. Haben dann des Öfteren fast jeden Abend das Fitnessstudio gemeinsam verlassen. Und ich glaube nicht, dass die dort nur Däumchen gedreht haben. Das hat mit uns nichts zu tun gehabt. Das war wegen Katrin. Ich war frustriert, weil ich an sie nicht rangekommen bin, weil sie nicht mitkommen wollte. Deswegen gehst du mit der Amelie ins Bett? Richtig, Frau Notte. Hatte nichts ganz toll, absoluter ganz Blödsinn. Toll. Ihr Mann wollte keinen Trost. Ihr Mann hatte einfach keine Lust, sich um Katrin zu kümmern. Sie haben doch gar keine Ahnung davon. Ich habe nämlich durch eine Kollegin von der Amelie erfahren, wie sie über sie abgelästert haben, über die Katrin. Dass sie nämlich gesagt haben, dass sie keinen Bock haben, sie abzuholen, dass sie das Geld ihrer Mutter gar nicht verdient hat und dass sie eine ganz verzogene Göre ist und so weiter und so weiter. Er hat richtig abgelästert, hat sie richtig in den Dreck gezogen, die Katrin vor der Amelie. Das stimmt doch hier gar nicht. Deswegen saugen sich die Geschichte aus dem Finger oder was? Aber Herr Kobani, was mich interessieren würde, Sie hatten doch eigentlich nur den Auftrag, herauszufinden, was mit der Katrin passiert ist. So, wie haben Sie dann herausbekommen, dass die Amelie Berg mit dem Jörg Nott ein Verhältnis hat? Das lag doch viel weiter früher. Ja gut, vielleicht soll ich hier erstmal was klarstellen. Gerne. Und zwar ist es einfach so gewesen, dass ich schon viel lange vorher, also schon gewusst habe von diesem Verhältnis. Also bevor die Katrin umgebracht wurde, habe ich das schon gewusst, richtig. Denn Katrin hatte so einen Verdacht gehabt, dass ihr Stiefvater nämlich ein Verhältnis mit der Amelie hat. Und deswegen hat sie mich beauftragt, damit ich da mal ein paar Recherchen anstelle und mich mal ein bisschen um die Sache kümmere. Sie hatte nämlich einen richtigen Hals gehabt auf die beiden. Und die war auch sauer gewesen auf die Amelie, weil sie sich nämlich von ihrer Freundin total verarscht und ausgenutzt vorkam und gefühlt hat. Zu Recht. Sagen Sie, das erzählen Sie mir erst jetzt. Sie haben, bevor Sie für mich gearbeitet haben, für Katrin gearbeitet. Sie haben meine Tochter gekannt. Sagen Sie mal, soll das hier ein schlechter Scherz sein? Ich sehe das noch nicht so, aber diese Unvollständigkeit nervt mich langsam. Woher kannten Sie die Tochter der Nebenklägerin? Ja, gut, das geht ein bisschen ins private Detail. Ich habe an einer Sexhotel angerufen, ja. Und normalerweise mache ich sowas nicht. Das habe ich deswegen gemacht, weil meine Freundin mich... Die Frauen sind schuld. Weiter! Sie brauchten Trost. Weiter, und ich möchte das Wort von der Seite... Ich brauchte Trost, mir war langweilig. Ich habe dort angerufen bei der Sexhotline. Und plötzlich hatte ich halt eben Katrin an der Strippe. Ja. Und als sie mir einen vorgeschönt hat, dann habe ich dann gleich gesagt, sie soll das mal lassen, weil ich wollte mich eigentlich nur unterhalten. Ich wollte also keine Gestöhne hören. Ja, das hat sie dann auch gemacht. Sie hat mir zugehört, sehr gut zugehört sogar. Und wir haben uns so gut unterhalten, dass ich jetzt am Schluss sogar meine private Telefonnummer gegeben habe. Und wieder erwarten hat sie mich am selben Abend sogar zurückgerufen. Dann haben wir uns verabredet, einmal, zweimal auch getroffen. Und beim dritten Mal, wo wir uns getroffen haben, da stand dann auch schon fest, oder war klar, dass wir uns verliebt hatten. Ja, also so viel zur Kurzgeschichte mal. So. Sagen Sie mal, Sie sind mit meiner Tochter zusammen gewesen. Was spielen Sie hier eigentlich für ein Spiel? Ich mache mir Sorgen um meine Tochter, um meine Katrin. Ja, Sie machen sich um meine Tochter. Und Sie sagen mir das nicht mal. Sagen Sie mal, wollen Sie mich völlig in den Wahnsinn treiben? Sie machen sich Sorgen um Ihre Tochter. Wissen Sie eigentlich, wie oft Ihre Tochter... Oder jahrelang hat sie darauf gewartet, dass Sie sich mal Sorgen um sie machen. Jahrelang hat sie darauf gewartet, dass Sie ihr mal sagen, wie sehr Sie sie lieben. Warum haben Sie das nie gemacht? Herr Kobani, darum geht es jetzt überhaupt nicht. Aber ich verstehe nicht, warum haben Sie Frau Notte verschwiegen, dass Sie mit Ihrer Tochter zusammen gewesen sind? Ich hatte Sie nicht entlassen, sondern ich stehe auf der Beantwortung dieser Frage. Warten Sie mal einen Augenblick. Es klärt sich gleich alles auf. Ich bin gleich wieder da. Was heißt hier gleich wieder da? Sie verlassen diesen Saal nicht, Herr Kobani.
ich jetzt verrückt. Katrin? Das glaube ich nicht. Katrin, ich glaube es nicht. Katrin, du lebst. Oh nein. Ich glaube. Sag mal, spinnst du jetzt vollkommen? Wir waren beste Freunde. Warum reitest du mich so in die Scheiße? War das geplant? Bitte nehmen Sie Platz. Sie sind Katrin Notte? Ja. Wenn Sie gleich als Zeugin vernehmen unter diesen Umständen, unterbreche ich die Vernehmung dieses Privatdetektivs. Haben Sie die Regeln Ihres Berufsstandes noch nicht kapiert, dass man nicht an Straftaten sich beteiligt? Nehmen Sie an der Seite Platz, Sie hören noch von mir. Frau Norton, Sie werde ich jetzt als Zeugin vernehmen. Dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, nehme ich an, wissen Sie. Und dass man sich strafbar macht, wenn man es nicht tut. Man kann schweigen, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Frau Norton, Katrin ist Ihr Vorname. Wie alt sind Sie? 21. Wo wohnen Sie jetzt? Fassbenderweg 29 in Berlin. Ah. Was sind Sie vom Beruf? Ich arbeite in einer Sex-Hotline-Agentur. Wir reden da so stolz. Und verwandt und verschwägert mit der Angeklagten sind Sie nicht. Nein. Frau Notte, Sie werden wissen, dass ich hier einem Schwurgericht vorsetze, nehme ich an. Frau Berg ist angeklagt, am 23. Februar Sie getötet zu haben. Und einen Tag später ist sie in Untersuchungshaft gekommen. Und Sie erfreuen sich bester Gesundheit. Wie kommen Sie dazu, hier Ihren eigenen Tod vorzutäuschen? Zuallererst ja, es ist mir bewusst. Aber ich hatte keine andere Wahl. Hätte ich meinen eigenen Tod nicht vorgetäuscht, wüsste ich immer noch nicht, wer es ernst mit mir meint. Ich wollte einfach, dass sich alle Sorgen machen. Und außerdem wollte ich Rache für die Sache mit meinem Adoptivvater. Spinnst du eigentlich? Weißt du eigentlich im Entferntesten, was ich mitgemacht habe? Ich habe seitdem in Untersuchungshaft gesessen. Das ist kein Zuckerschlecken. Wenn man des Mordes angeklagt ist, von einer, die zunächst mal ihre Freundin ausgenommen und dann abgestochen hat. Sag mal, das ist ja total irre. Ich war deine Freundin, aber was du hier machst, das geht ja mal gar nicht. Du spinnst. Amelie, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Dass ich mich noch viel länger von dir und Ben ausnehmen lasse? Was meinst du, wie lange hätte ich das noch mitgemacht? Ach ja, und dann verlangst du wahrscheinlich auch noch, dass ich dir dazu gratuliere, dass du was mit meinem Adoptivvater anfängst? Also, ich meine das mit deinem Vater, ja, das hat mir überhaupt nichts bedeutet, das war just for fun, ja, aber was du hier abziehst, das ist mal wirklich krank. Vielleicht kann man es wirklich so umschreiben. Aber Katrin, warum hast du mir das angetan? Kannst du dir nicht vorstellen, dass ich traurig bin, wenn du tot bist und dass dann alles für mich sinnlos ist? Nein, Mama, genau das konnte ich mir nicht vorstellen. Du hast doch die ganze Zeit nur dein Geschäft im Kopf gehabt. Und die fehlende Zeit hast du dann versucht, mit Geld wieder gut zu machen. Kannst du dir vorstellen, dass Papa mir gefehlt hat? Und dann kommst du mit Jörg an. Katrin, das ist jetzt dein neuer Papa. Gib ihm eine Chance. Ja klar, hätte ich auch gern gemacht. Hab ich auch, oft genug. Aber der hat doch gleich angefangen zu mauen, sobald irgendwas schlechter als zwei war. Und dann hat er mich abgeschoben ins Internat, war ja sein Vorschlag. Und dass ich da mit niemandem klargekommen bin, ich habe überhaupt keinen Anschluss gefunden. Hat das irgendjemanden interessiert? Keinen. Und als ich dann endlich mit Ach und Krach mein Abi in der Tasche hatte, dann wurde ich das zweite Mal abgeschoben in die Klinik, weil ich gemerkt habe, dass irgendwie 45, 50 Kilo Körpergewicht nicht ganz der Norm entsprechen. Kannst du dir vorstellen, wie ich mich gefühlt habe? Ich habe in der Klinik zum ersten Mal eine Freundin gefunden. Ich hatte das erste Mal in meinem Leben meine beste Freundin. Amelie war meine beste Freundin. Konnte ich wissen, dass beste Freundin heißt, dass man so hintergangen wird? Entschuldigung, aber jetzt noch mal eine Frage, nur damit ich das richtig verstehe. Sind Sie allen Ernstes davon ausgegangen, aus diesen Gründen einen Mord vortäuschen zu können und die Justiz für Ihren Karren zu spannen? Haben Sie geglaubt, das ist in Ordnung? Ja, mit Marco zusammen. Ich wollte alle nachdenklich machen. Und Marco war der Einzige, der mich A, verstanden hat und B, sofort bereit war, mir zu helfen. Und da Marco seinen Zivildienst beim Deutschen Roten Kreuz abgeleistet hatte, wusste er auch, wie man Blut abnimmt. Und als wir dann 2 Liter zusammen hatten, habe ich von meinen Konten 4.000 Euro abgehoben. Die haben einen Teil davon bei Amelie in die Sachen gepackt, samt meinem Portemonnaie und den entsprechenden Karten. Hab dann mein Zimmer verwüstet, das ganze Blut überall verspritzt, damit es so richtig nach einem richtigen Streit aussah. Und damit die Polizei dann auch zackig auf ihre Fährte kommt, habe ich den Brief verfasst, abgeschickt. Denn schon, ja. Glücklicherweise, muss man dazu sagen, ist sie nicht bei dieser komischen Doppelschicht da die ganze Zeit gewesen, sonst hätte sie womöglich noch ein Alibi gehabt. Wo haben Sie sich während der ganzen Zeit aufgehalten? In Ihrer Wohnung kommst du ja schlecht zurück. Ja, bei Marco. Von dem wusste ja keiner.
Und sagen Sie mal, wie haben Sie denn eigentlich herausfinden wollen, wie diese Verhandlung letztlich läuft? Ihr Freund und Detektiv da, der ist doch die meiste Zeit überhaupt nicht im Raum gewesen. Er hat das so gar nicht mitbekommen. Ja, das war alles geplant. Ein Kumpel von Marco saß mit dem Diktiergerät im Publikum und hat das alles mit aufgezeichnet. Und als er dann genug aufgezeichnet hatte, ist er rausgekommen, hat uns das Band gegeben und das haben wir uns hier in dem kleinen Café um die Ecke dann angehört. Und dann sind wir wieder hergekommen. Die nächste Straftat. Es scheint Ihnen überhaupt nichts auszumachen, mit Straftaten also zu handeln. Nein, also Vertraulichkeit des Wortes 201 StGB begangen vor Gericht. Ach, Frau Notte, was mich noch viel mehr interessiert, hätten Sie eigentlich in Kauf genommen, dass Ihre Freundin hier, ich sag's in aller Dramatik, zu lebenslänglich verurteilt wäre? Oder gehörte das zu Ihrem Plan, dass Sie noch rechtzeitig hier auftauchen, damit das nicht geschehen kann? Soll ich Ihnen mal was sagen? Ja. Was mit Amelie Berg passiert, ist mir sowas von scheißegal. Das heißt, wenn der Freund von Herrn Kobani mitgeteilt hätte, dass Frau Notte kein Interesse an Ihnen hat, also die Mutterliebe für Sie ausbleibt, wären Sie ja nicht erschienen und hätten in Kauf genommen, dass dieser Mensch den Rest seines Lebens in Zuchthaus verbracht hätte. Also das ist so unglaublich anmaßend, was Sie hier tun. Ich habe wirklich das Verständnis, Sie wissen genau, was Sie machen. Ich hätte sonst gesagt, Sie sollten eine Therapie machen. Aber ich habe den Eindruck, bei Ihnen ist vollkommen klar, was Sie hier tun. Katrin, ich bin so froh, dass du lebst. Aber du hättest doch mit mir reden können. Ich liebe dich doch und ich habe mich doch nur immer um mein Geschäft gekümmert, weil es nur zu deinem Besten sein soll. Mama, ich wusste das nicht. Ich wollte doch nur wissen, ob ich dir irgendwas bedeute. Aber sicher. An die Zeugin. Ich dachte, du weißt das. Wir fragen an die Zeugin. Ne? Nein, vielen Dank. Bleibt unvereidigt, genauso wie der Privatdetektiv, dessen Liebe zu Katrin Nord den augenscheinlich blind gemacht hat. Sie nehmen bitte an der Seite Platz, sowas auch noch zu unterstützen. An der Seite nehmen Sie jetzt bitte Platz, Katrin Nord. Unvereidigt. Noch Anträge? Nein. Schließe ich die Beweisaufnahme. Herr Staatsanwalt Römer. Frau Vorsitzende, es gibt keine Leiche, natürlich gibt es keinen Mord. Ich muss sagen, ich bin fassungslos über das, was ich hier gehört habe. Die Angeklagte ist frei zu sprechen. Als Freundin hat sie sich vielleicht nicht wirklich bewährt, aber ansonsten ist sie hier frei zu sprechen. Herr Rechtsanwalt Quechel. Dass sie frei zu sprechen ist, ist klar. Ich bitte einen jeden von uns allen mal zu vergegenwärtigen, was das für eine albtraumartige Vorstellung ist. Man gerät in eine solche Situation herein. Ich bin jetzt noch betroffen und geschockt von dem, was ich gehört habe. Wollen Sie einen Antrag stellen, Frau Nott als Nebenklägerin? Sie haben das letzte Wort, Frau Berg. Dazu fällt mir wirklich nichts mehr ein. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Die Angeklagte wird freigesprochen. Die Kosten des Verfahrens und die notwendigen Auslagen der Angeklagten fallen der Staatskasse zur Last und sie ist für die Zeit der Untersuchungshaft aus der Staatskasse zu entschädigen. Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. Folgender Beschluss, der Haftbefehl des Amtsgerichts Berlin wird aufgehoben. Frau Berg, es steht mir nicht zu großartig, mich über Sie auszulassen, über Ausnutzungen von Freundschaft, wie auch immer, dass jedenfalls auch Frau Ledermann aufgefallen ist. Nur, Katrin Notte, so doch nicht. Wie alt sind Sie? 21. Sind Sie sicher, dass Sie 21 sind? Dass Sie ein Gericht auf die Art und Weise ausnutzen? Und nicht nur das Gericht, auch Ihrer Mutter. Man kann anders Eltern testen, wenn man sie denn partout testen will. Man kann auch mit ihnen reden und eine solche Sache klarstellen. Aber auf die Art und Weise, was Sie gemacht haben, war doch nichts anderes als eine ganz billige Kleinmädchenrache. Und Sie, Herr Kobani, unterstützen das ganze Theater auch noch. Gegen dieses Urteil gibt es das Rechtsmittel der Revision, aber es entspricht dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Verzicht. Nebenklage wird wahrscheinlich auch keinen Antrag stellen. Auf Rechtsmittel wird verzichtet. Ein einseitigen Verzicht ist das Urteil rechtskräftig. Die Verhandlung ist geschlossen. Katrin Notte und Marco Kobani wurden wegen falscher Verdächtigung, Freiheitsberaubung, uneidlicher Falschaussage und Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 1 Jahr und 7 Monaten auf Bewährung und Zahlung von Schadensersatz verurteilt.